Eine weitere Möglichkeit ist, dass man einen Branch je Feature macht. Okay, wir haben hier wieder unsere Master Branch. In diesem Fall nennt man ihn gerne Integration Branch. Warum? Na, weil die einzelnen Features in diesem Branch integriert werden. In diesem Branch wird nicht entwickelt. Es ist von der Idee das gleiche. Nur man nennt ihn dann ein bisschen anders. Also, in diesem Branch wird nicht entwickelt. Überhaupt nicht. Oder fast gar nicht, sagen wir. Sondern was passiert? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Features zu entwickeln und wir machen einen Branch. In diesem Branch entwickeln wir dieses Feature. Und in einem anderen Branch entwickeln wir ein anderes Feature. Diese zwei Features dürfen logischerweise nicht voneinander abhängig sein, wenn wir sie parallel entwickeln wollen. Gut, also hier wird entwickelt, parallel auch an Feature 2. Wenn Feature 1 fertig ist, und zwar wirklich fertig ist, dann wird Feature 1 in diesen Integration Branch zurückgemerged. Das heißt, dieser Integration Branch beinhaltet die Ausgangssituation und jetzt auch noch Feature 1. Dann kann auch mit der Entwicklung Feature 3, wenn das von Feature 1 abhängig wäre, kann auch mit der Entwicklung von Feature 3 begonnen werden. Also wann man konkret damit beginnt und welche Features dann schon drin sind, ist ja erstmal nicht so wichtig. Gut, jetzt ist auch Feature 2 abgeschlossen und auch Feature 2 wurde zurückgemerged in diesen Integration Branch. Auch hier haben wir natürlich die ganze Thematik mit potenziellen Konflikten, die bei Merges auftreten können. Gut, Feature 3 wird entwickelt. Und in diesem Fall kommt man zum Beispiel während der Entwicklung von Feature 3 auf die Idee, ups, es wäre nicht schlecht, wieder mal die letzte Version vom Integration Branch auch in diesem Feature Branch zu haben. Also die letzten Bugfixes und was auch immer da drin vorgekommen ist und in diesem Fall auch Feature 2, weil ich jetzt drauf gekommen bin, dass Feature 3 doch nicht unabhängig von Feature 2 ist und ich brauche die Features, die dort bereits drinnen sind. Dann kann ich auch natürlich wieder einen Merge vom Integration ins Feature 3 machen. Das kann ich jederzeit machen. Integration sollte ja eine stabile Version sein, die man theoretisch jederzeit shippen kann. Also liefern kann zum Kunden. Und wenn Feature 3 dann auch wirklich abgeschlossen ist, dann wird auch Feature 3 wieder in diesen Integration Branch reingemerged. So, wo werden hier die Hotfixes gemacht? Die können auch hier gemacht werden, im Integration Branch. Hier können die puren Hotfixes und Bugfixes gemacht werden. Die Entwicklung von großen Features ist nicht so gut in diesem Integration Branch. Dazu, wie gesagt, ein Branch hier Feature. Soweit zu dieser Strategie. Eine Kombination eigentlich aus diesen beiden ist jetzt Branch je Feature, ja, aber auch je Release. Das ist nicht unwesentlich und nicht unwichtig, dass man auch die Releases hier entsprechend brancht. Also auch Version 1 wieder in einen eigenen Branch, wie in der anderen Strategie gezeigt, macht. Warum? Weil wir Version 1 ja bugfixen müssen unter Umständen. Auch in Version 1 einen Hotfix machen müssen, den wir ausliefern. Und das wollen wir unabhängig von neuen Features, die vielleicht aber im Integration Branch schon vorhanden sind. Also deswegen, auch in dieser Variante, lieber die Versionen zusätzlich branchen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.